Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seid im fünften Video der Python-Reihe angekommen und heute geht es um ein Thema, was wir im letzten Video kurz angesprochen hatten, aber nicht weiter vertieft haben. Heute geht es konkret um die Bibliotheken oder auch Module, die wir im letzten Video kurz, wie gesagt, angeteasert haben, aber eben nicht weiter vertieft hatten. Es geht diesmal um die Bibliotheken Mathematik und Random. Quasi die zwei Bibliotheken, die ihr sehr häufig benutzen werdet, sei es jetzt in der Schule, in der Uni oder im Arbeitsleben. Und ich dachte mir jetzt, obwohl ich im letzten Video gesagt hatte, das werden wir vielleicht jetzt nicht so vertiefen, dass die zwei vor allem aber doch sehr wichtig sind, um überhaupt grob zu verstehen, wie man mit mathematischen Funktionen in Python gut klarkommen kann und an sich, weil wir Random im letzten Video auch erwähnt hatten, der Random-Bibliothek. Zu Beginn, wie importieren wir eine Bibliothek? Naja, ganz einfach mit dem Begriff, der schon mehrmals gefallen ist, und zwar Import und dem Bibliotheksnamen im Nachhinein. Das kann zum Beispiel in unserem Fall jetzt Random sein. Random für die Implementierung bzw. Importierung des Zufallbibliotheks. Und letztendlich können wir auch dahinter jetzt die mathematische Bibliothek importieren, also den Math. Das können wir jetzt in einer Zeile machen, so wie ich es jetzt aktuell gemacht habe, oder was noch besser ist, in zwei Zeilen. Der Grund hierfür ist, dass es einerseits übersichtlicher ist und im zweiten Fall von vielen Leuten so bevorzugt wird. Vor allem Lehrer und Professoren schwören darauf, dass man es immer in mehreren Zeilen importieren soll. Kann man auch verstehen, es ist letztendlich, wie gesagt, übersichtlicher bei 1, 2 Bibliotheken macht es jetzt vielleicht keinen Unterschied, aber wenn ihr mehrere importieren sollt, geht man von 10 Stück aufwärts auf, ab, davon aus, dass ihr mindestens 10 Stück importiert, dann wird es schon etwas komplizierter bzw. unübersichtlicher. So, ihr seht jetzt für den Anfang, beide Zeilen sind grau hinterlegt. Das liegt einfach daran, dass Python uns jetzt sagt, wir verwenden diese Bibliotheken nicht. Warum hast du die importiert? Gut, aktuell ist an sich gar kein Programmiercode drin, deswegen können wir das erstmal gezielt ignorieren, weil mit den ersten Programmierzeilen wird dann auch oder werden beide Zeilen nach und nach farblich hinterlegt werden. Wir fangen jetzt einfach mal an mit der Zufallsbibliothek, also der Random-Bibliothek, und fangen wir an mit Print Random. Damit greifen wir nun auf die Bibliothek zu. Und mit einem Punkt greifen wir nun auf alle Funktionen und Platzhalter und sonstige Methoden innerhalb dieser Bibliothek zu. Nun können wir mit der Pfeiltaste oder auch mit der Maustaste sehen, was für Funktionen uns in dieser Bibliothek angeboten werden und diese letztendlich dann aufrufen. Wir fangen einfach mal an mit random.random. Und diese Funktion gibt uns einfach eine Pseudo-Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0 zurück. So, das können wir mal printen lassen und sehen, wir bekommen als Ergebnis 0,3621 und so weiter und so fort und können uns nochmal das generieren lassen, bekommen nun 0,43 und dann ein letztes Mal bekommen wir die 0,36. Ihr seht, wir bekommen letztendlich eine Zahl zwischen 0,0 und 1,0, also eine Kommazahl. Nun, falls wir eine Zahl zwischen 1 und 5 haben wollen, können wir diese Funktion nicht benutzen. Dafür gibt es eine andere Funktion und zwar die random.randint-Funktion. Und diese empfängt, wenn wir jetzt die Klammer aufmachen, zwei Zahlen und zwar zwei Integer, also Ganzzahlen für den minimalen Wert also, und den maximalen Wert unseres Zahlenbereichs. Also zum Beispiel jetzt 0 und 10. Dabei würde die 0 jetzt quasi der Minimum oder dem kleinsten Wert unseres Zahlenbereichs entsprechen und 10 eben der Variable b, beziehungsweise der größten Zahl unseres Zahlenbereichs. So, wenn wir das jetzt ausführen lassen, bekommen wir zum Beispiel die 7 ausgegeben, bekommen die 1 ausgegeben und letztendlich auch die 5 ausgegeben. Wir können diesen Bereich natürlich beliebig erweitern und verkleinern, so wie wir eben wollen und es mögen. Es gibt, wie ihr vielleicht gesehen habt, noch viele, viele weitere Funktionen, wenn wir es hier sehen. Zum Beispiel Shuffle, die werdet ihr benutzen, wenn ihr mit Listen bzw. Arrays arbeiten werdet. Kommen wir in einem anderen Video. Dann gibt es noch die Gauss-Funktion und noch vieles, vieles mehr. Aber wenn ich jetzt zu jeder Funktion was sagen würde,
werden wir noch mehrere Stunden hier dran hocken. Zumindest wenn wir noch die Mathematikbibliothek genauso intensiv bei uns anschauen wie jetzt die Random-Bibliothek. Noch eine wichtige Funktion ist vielleicht die Seed-Funktion. Damit initialisieren wir quasi einen Zufallsgenerator und können den auch festlegen. Quasi, wenn wir jetzt hier einen Integer hinterlegen, zum Beispiel die 5. Das wird vor allem wichtig sein, wenn wir quasi unsere Funktionen testen wollen und quasi sagen wollen, es sollen immer die gleichen Zufallszahlen generiert werden. Ja, also wenn wir mit der Random-Funktion zum Beispiel arbeiten und wollen immer, dass wir die 5 bekommen zum Beispiel, um unsere Funktion testen zu können, dann können wir das so festlegen und dann bekommen wir auch immer wieder die 5 ausgegeben. Ist jetzt in so einem Programm natürlich nicht von Bedeutung, weil wir hier aktuell nichts testen wollen, aber für die späteren Videos, wenn wir mit Unit-Tests zum Beispiel arbeiten sollten, dann wird diese Funktion von Relevanz sein und auch von Bedeutung sein, beziehungsweise eben für uns, falls wir eine Zufallsgenerierung quasi haben, von Wichtigkeit sein. Ich habe das jetzt dreimal, glaube ich, erwähnt, aber ihr solltet damit verstehen, dass es vor allem eben in Testbereichen wichtig ist. Mehr wird es zu random eigentlich auch nicht geben. Also die Funktion random, randint und seed sind so die Hauptfunktionen, die ich verwende. Shuffle kann man gerne auch noch benutzen, wenn man in Kontakt mit Arrays und Listen kommt. Aber ansonsten habe ich von den weiteren Funktionen eigentlich kaum welche benutzt oder im Alltag selber benutzt man die anderen soweit nie. Dann springen wir mal direkt in die nächste Bibliothek und zwar der Mathematikbibliothek hinein. Und in der Mathematikbibliothek gibt es einige Platzhalter. Wir generieren uns einfach mal ein paar Zahlen. Sagen wir mal, A ist zum Beispiel die 5, B ist die 10, C ist die 3,4 und D ist die 7,6. So. Nun können wir zum Beispiel auch sagen, x ist Math. Punkt. Das wäre jetzt zum Beispiel E und Pi. Wir können uns jetzt hier die Pi-Funktion quasi oder die Pi-Zahl ausgeben lassen. Wir können zum Beispiel auch die E-Funktion oder die Zahl, die hinter E steckt, jetzt ausgeben. Dann können wir natürlich auch noch quasi unendlich als eine Kommazahl, also float, ausgeben lassen. Und wenn wir auch wollen, sogenannte not a number, also ja, also keine Zahl quasi als float. Okay? Wir können uns das mal alles printen lassen, also x, y, z und x, y, um das mal zu sehen. Da bekommen wir jetzt die Pi-Zahl, die E-Zahl, inf und not a number. Gut. Vor allem Pi und die E-Zahl kann man sehr oft benutzen, wenn man zum Beispiel mit Grafiken arbeitet oder auch mit dem Logarithmus. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt nicht weiter in die mathematischen Themen hinein. Guckt euch gern das näher an. Das waren jetzt zumindest die mathematischen Platzhalter, die von Bedeutung sind. Dann gibt es noch wichtige mathematische Funktionen. Zum Beispiel die sogenannte Abrunden- und Aufrunden-Funktion. Das wäre zum Beispiel die sogenannte Floor-Funktion. Hier geben wir jetzt nun eine Kommazahl ein, zum Beispiel jetzt unseren Wert c. Und das printen wir oder lassen wir direkt uns ausprinten, damit wir auch das Ergebnis sehen. Und das gleiche machen wir auch mal mit der Variablen d, also mit der Zahl 7,6. Nun, was würden wir erwarten? Die c wird zu 3 und die d wird zu 7, weil wir runden jetzt beide ab. Das passiert auch in der Tat so. Und der Gegenspieler wäre in diesem Fall die Funktion sale. Also wenn wir jetzt die beiden quasi aufrunden würden, dann würden wir jetzt in diesem Fall bei C die 4 haben und bei D die Zahl 8. Und so ist es auch. So. Dann machen wir das erstmal wieder weg. Dann gibt es noch die Funktion, den kleinsten gemeinsamen Teil herauszufinden. Kann auch sehr von Bedeutung sein, wenn wir zum Beispiel jetzt hier zwei Integer übermitteln. Zum Beispiel A und B, also die 5 und 10. Ist in diesem Fall jetzt nichts Spektakuläres, weil es wird in diesem Fall jetzt die 5 sein. Aber wir werden uns das natürlich nochmal printen lassen. Unser Ergebnis ist 5. Dann können wir auch gerne mal uns Fakultäten angucken. Die sind auch von wichtiger Bedeutung. Wir können jetzt das per Factorial
und unserem Wert quasi. Wir nehmen jetzt einfach mal auch den Wert von A, also von 5, also 5 Fakultät, wäre in diesem Fall 120. Und zuletzt dann noch die sogenannte Wurzelfunktion wäre SQRT. Und dann auch letztendlich die Wurzel davon. Gut, jetzt weder 5 noch 10 sind jetzt schöne Zahlen, die man ziehen möchte. Nehmen wir einfach mal die Zahl 25 und der Wert wäre dann dementsprechend was? Korrekt, die Zahl 5. Gut, und falls wir noch mit Grafiken arbeiten sollten, was auch gerne in Python gemacht wird, gibt es noch die sogenannten Funktionen Sinus, Cosinus, Tangens, die werden jeweils mit Sin, Cos und Tan abgekürzt. Beachtet bei diesen dreien auf jeden Fall, dass der Wert als Bogenmaß interpretiert wird. Falls ihr kein Bogenmaß zur Verfügung habt, könnt ihr natürlich per Funktion Radians die Zahl von einem Grad in einem Bogenmaß quasi umrechnen lassen oder andersherum von einem Bogenmaß in einen Grad mit Degrees und dem Wert eben. Dann gibt es noch den Logarithmus. Wer jetzt gedacht, das wäre Punkt Log und eben unserer Zahl. Die Basis wäre in diesem Fall, wenn ihr keine Zahl dahinter eingibt, also wenn wir jetzt nur naja, Punkt Log eingeben, wäre zu Basis E. Und falls wir noch eine Basis eingeben wollen, würden wir das per Komma und zum Beispiel zu Basis 4 machen. Und zuletzt hätten wir noch die Funktion exp. Das wäre letztendlich die Exponentialfunktion, die auch von Bedeutung ist. Das sind so die hauptmathematischen Funktionen, die ich persönlich verwende, wenn es um Python geht. Aber auch hier könnt ihr per Punkt sehen, was für Funktionen wir noch haben. Und ihr werdet sehen, die Anzahl, sie ist verdammt groß. Und gibt es auch noch Log 10, Log 2. Genau. Tupel haben wir auch noch. Also wie gesagt, die Anzahl ist beliebig groß und ist von jeder Bibliothek zu Bibliothek ein bisschen anders zu sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt so ein bisschen verstanden, was für wie man ein Modul, eine Bibliothek importiert und wie wichtig sie sein können. Und falls ihr noch dazu Fragen haben solltet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich versuche euch so schnell wie möglich darauf eine Antwort zu geben. Das war's von mir soweit. Bis zum nächsten Mal.